Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Starfield mit mir, den Lataxis. So, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und weiß jetzt, wo wir Ersatzteile oder Reparaturkits fürs Raumschiff herbekommen. Und das zeige ich euch jetzt auch. Also wir sind hier wieder in New Atlantis. Und das ist auch gar nicht weit von hier. Das ist nämlich direkt hier unten im Raumhafen, wo wir die Sachen kaufen können. Dafür müssen, ja, sprinte ich hier mal ein bisschen. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Und zwar halten wir uns hier links. Hier ist ja gleich, hier ist ja der Viewport gleich links. Ja, hier ist der Viewport. Und hier daneben der Laden. Der hier. Da gehen wir zu der guten Dame hin, sprechen die an. Hoffentlich findest du alles, was du brauchst. Ich würde gerne sehen, was du im Angebot hast. Sieh dich in Ruhe um. Machen wir. Und dann unter Hilfe. So. Guck noch mal in, ob die noch Medipacks haben. Da haben wir noch ein paar Medipacks. Die kaufen wir uns natürlich auch. Alle. Und jetzt müssen wir hier Schiffsteile zum Reparieren von vom Hüllenschaden. Repariert 4% der Schiffshülle pro Sekunde über 10 Sekunden. Das heißt also 40%, genauso wie so ein Medic-Pack, nur halt fürs Schiff. Nur die sind ganz schön teuer, ne? Also 1250. Ich kaufe jetzt aber trotzdem einmal alle 7. So, sind wir schon wieder fast pleite, aber wir haben es. Und ja, dann sagen wir hier noch, dass das ein netter Laden ist. Danke. Ist viel Arbeit, aber es lohnt sich wirklich. Ja, glaube ich auch. Aber ich bin hier nicht alleine. Gerhard, mein Geschäftspartner, leistet hinter den Kulissen wahnsinnig viel Arbeit. Ich weiß nicht, wo wir ohne ihn heute wären, wirklich. Okay, so. Danke für deinen Besuch. Damit gehen wir zurück zum Schiff. Wie gesagt, wir laufen hier, ne? Das kurze Stück dafür, das teleportieren wir jetzt nicht. Wollte mal eben nachgucken. Habe ich den einen Perk? Ne, den habe ich nicht, weil dann hätten wir Ausdauer verbrauchen müssen. Aber den haben wir ja gar nicht. So, ja, hier bei Fitness weiß ich gar nicht, oder physisch, ne, höchstens hier vielleicht mehr Leben. Das könnte 10% maximale Gesundheit. Das könnte vielleicht noch Sinn machen. Ich finde jetzt, Gewicht heben ist natürlich schön auf die Dauer, wenn wir dann irgendwann 100 Kilo mehr tragen können. Aber ich glaube, wenn wir später größere Schiffe haben und mehr Lagerplatz haben, dann sollte das uns egal sein. Ich glaube, ich habe... Wie heißt das noch? Bin ich überladen? Lass mich mal gucken. Ich glaube, ich bin überladen. Naja, wundere mich schon die ganze Zeit, dass mir hier die Booster ausgeht. Dann laufen wir mal hier im Schritttempo. Aber während die Sauerstoff auflädt, kann ich euch auch noch was zeigen, falls ihr selber auch spielt. Und zwar zum Beispiel hier auf Rüstung. Wenn ich jetzt hingehe, hier steht Verbergen, Siedeln. Jetzt drücke ich T und das gleiche mache ich beim Helm. T, jetzt steht hier immer zeigen. So, wenn ich jetzt rauskrolle, tada, habe ich keinen Helm mehr auf. Den Helm setzt, eigentlich hätte er die Rüstung auch ausziehen müssen. So er das jetzt nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Aber er zieht jetzt immer automatisch die Rüstung an und aus. Also wird sichtbar. Der hat die Rüstung eigentlich, glaube ich, immer an. Aber sie wird einfach nur sichtbar, wenn sie sichtbar sein muss. Ne? Also der Helm kommt jetzt zum Beispiel nur, wenn wir irgendwo sind, wo kein Sauerstoff ist. So, aber rein theoretisch, wie gesagt, müsste er das
Oh, Kleidung. Haben wir keine Kleidung? Doch hier. So, die Uniform. Ah, deshalb hat er das wahrscheinlich nicht gemacht. So, jetzt schauen wir nochmal. Ja, jetzt hat er es gemacht. Jetzt hat er den Raumanzug ausgezogen. So, und sobald ich jetzt auf dem Schiff bin, zieht er den Raumanzug auch wieder automatisch an. Na, oh, manchmal. So, wie gesagt, wir gehen jetzt schnell aufs Schiff. So. Sag Bescheid, wenn du startbereit bist. Jo, und jetzt sind wir auf dem Schiff. Jetzt müsste er den Anzug wieder anhaben. Jawohl. Und den Helm, den setzt er auf. Ja, mein Captain. Ja, mein Finn. Und den Helm setzt er auf, sobald wir irgendwo in die Schwerelosigkeit, also irgendwo reinkommen, wo es keinen Sauerstoff gibt. Finde ich ziemlich cool gemacht. Muss man aber erstmal wissen, das habe ich auch so nicht selber gefunden, gebe ich ganz ehrlich zu. Das hat man mir auch in dem Stream zugetragen. So, dann heben wir mal ab. Wir haben jetzt Reparaturkits dabei. Und was auch noch viel besser geht, ist zum Beispiel normalerweise, das Spiel sagt einem ja, man soll Alt drücken und dann A und D, ne, um hier Laser, Balance und so weiter umzuschalten und W und S, um die Energie zu verteilen. Ja, absoluter Quatsch. Das geht hier viel schneller mit den Pfeiltasten. Ne, links, rechts, rauf, runter. Ne. So, ich glaube, wir brauchen hier Kraftsprung. Schilde haben wir auf volle Pulle. Und dann machen wir nachher den aus dem Graf. Machen wir, glaube ich, hier einen Laser rein, damit wir die Schilde von den gegnerischen Schiffen schnell runterkriegen. So ist der Plan. So. Dann schauen wir mal auf die Karte. Wir müssen uns ja noch um unsere Undercover-Aufgabe kümmern. Jetzt muss ich mal eben gucken. Da müssen wir wieder hier zum Soul-System. So, dann springen wir mal zum Soul-System und dann müssen wir hier hin. So, Sprung. So, wenn wir da sind, direkt die Energie aus dem Graf aus. Ein Sprung, so perfekt wie deine Plan. So, den hauen wir hier direkt auf den Laser. Dass wir hier die Schilde so schnell wie möglich runterkriegen. Ah, der ist jetzt nur so weit weg. So, der erste ist weg. Kraft funktioniert nicht. Eliminiert dieses Ziel. Antrieb weg. So, ist der zweite. Gut. Haben wir das geschafft? So, jetzt. Wir können jetzt noch looten. Ich muss mal eben schauen. So, da gibt es einmal Loot. Ja, ja, weil ich den Schrott gebrauchen kann.
Boah, wie weit ist der denn weg? Bin ich überhaupt richtig? Ja. So, ich werde mal ein bisschen langsamer, ein bisschen den Speed rausnehmen. Ich weiß nicht, wieso ich immer E drücke und aufstehe. Ich weiß es einfach nicht so. Okay. Achso, rufen E. Ja, die Mission ist ja leider etwas schief gelaufen. Wir fragen ja erstmal, wer genau ist die Ekliptik? Söldner. Würden ihre eigenen Eltern erschießen, wenn man ihnen genug zahlt. Ganz okay. Ehrlich, wir machen bei der Crimson Fleet viel Drecksarbeit. Aber wir würden nie unsere Seelen verkaufen wie jemand von Ekliptik. So, dann, warum wurdet ihr von der Ekliptik angegriffen? Heißt ja gut. Naja, kann schon sein, dass jemand angepisst ist, weil ich ihn mal abgezogen habe. Aber da ist die Auswahl endlos groß. Okay. Der Austin Wake ist tot und die Crew ist tot. Gute Arbeit, Neuling. Schnell, sauber, okay. Keine Zeugen. Genau, egal. So wie ihr das nennt. Du wolltest in die Crimson Fleet und tja, du bist dabei. So einfach ist das. Hoffentlich hast du aus der Sache mit Rake was gelernt. Ich riskiere nämlich richtig was und bürge für dich. Wenn du es verbockst und ich dann wie eine Idiotin dastehe, hetze ich dir jemanden auf den Hals. Klar? Okay. Hab ich verstanden. Ausgehende Übertragung. Wird auch Zeit, verdammt. Das ist die beste Entscheidung, die du je getroffen hast. Ach ja? Der Letzte, der das gesagt hat, war Rake. Du hast dir also jetzt schon dein eigenes Grab geschaufelt. Doch das noch, ey. Wo du jetzt weißt, was Sache ist, zeige ich dir, worauf du dich eingelassen hast. Ich schicke dir den Standort unseres Hauptquartiers im Krix-System. Die Spacer nennen es den Schlüssel, die Fleet nennt es ihr Zuhause. Flieg hin, sobald du kannst. Lass mich nicht zu lange warten. Okay, wir sind drin. Hoffentlich weißt du, was du tust. Nee, nicht wirklich. So. Dann fliegen wir mal dahin. Wir wollen ja unsere Undercover-Mission hier abschließen, damit wir wieder frei sind. Und tun und machen können, was wir wollen. So, aber das sieht doch eher aus wie die Fraktion, für die wir gerade die Aufträge machen, oder nicht? Andocken, eh rufen. Ruf bestätigt. Dockingschleuse 1 ist bereit. Der Commander erwartet dich schon im Operationszentrum. Ah, okay. Dann docken wir an. Ikande führt ein strenges Regiment.
Wir sollten uns also benehmen. Ich hatte einen Freund auf der Ragana. Wenn ich dürfte, würde ich seinen Mörder spacen. Oh oh. Ja, das gibt bestimmt noch ein bisschen Ärger. Weil wir die Leute da ja umgebracht haben. Ja, aber ich wollte es ja friedlich, machen, aber die haben mich ja nicht gelassen. Wir jagen Piraten in der ganzen Galaxie. Wenn Missionen ständig schief gehen, weiß ich nicht, wie lange der Commander noch für dich bürgen kann. Ja, ja. Wenn es weitere Opfer gibt, haben wir Probleme, das dem Mast zu erklären. Ja, du bist zurück. Was zu berichten? Ja, aber keine guten Nachrichten. Da bist du ja. Ich will antworten, und zwar sofort. Wir haben dein Gespräch mit der Ragana mitgehört. Was hat dich bitte geritten, diese Unschuldigen zu töten? So, was haben wir denn hier als Antwortmöglichkeiten? Gesucht, ihr wusstet, wer ich bin, als ihr mich an Bord geholt habt. Tut jetzt nicht so überrascht. Ich hatte keine Wahl. Ein paar Leben sind ein kleiner Preis, um die gesamte Fleet zu zerstören. Ich hatte keine Wahl. Du repräsentierst die UC Sisdev. Das heißt, du hast immer eine Wahl. Ich weiß, du hast eine Rolle zu spielen. Aber du musst besser sein als diese Piraten. Commander Ikandey hat recht. Du wirst bei dieser Operation ständig Entscheidungen treffen müssen, die bestimmen, welcher Seite du den Vorzug gibst. Jetzt muss ich wertvolle Zeit vergeuden, um die Wogen beim Mast zu glätten. Mir Ausreden ausdenken, vielleicht sogar lügen. Damit das klar ist, du tust, was du kannst, um in der Fleet zu bleiben. Aber das ist keine Lizenz zum Töten. Da ziehen wir die Grenze. Wenn du so etwas noch einmal machst, bist du draußen. Ich hänge die Fahndungsplakate persönlich auf, verstanden? Hallo, ich wollte es friedlich lösen. Die haben doch zuerst geschossen. Musst mich nur verteidigen. Ich werde tun, was immer in meiner Macht steht, um den Tod Unschuldiger zu verhindern. Gut gesagt. Hoffentlich passt dein Handeln nächstes Mal zur Integrität deiner Worte. Aber davon abgesehen, konntest du wenigstens der Fleet beitreten? Ja, klar. Natürlich habe ich genau das getan, was sie von mir verlangt haben. Sieht so aus, als hätte ich ihren Test bestanden. Dann hat diese sinnlose Tragödie zumindest eine positive Folge. Konzentrieren wir uns darauf und setzen die Mission fort. Unsere Infos zu Sasha waren korrekt. Nachdem wir von deiner Interaktion mit Adler Camp erfahren hatten, haben wir dein Treffen mit Neva Mora überwacht. Unseren Akten zufolge ist sie die Nummer 2. Wenn du dich also mit ihr gut stellst, bist du in der Crimson Fleet. Es läuft alles nach Plan. Diese Idioten haben keinen Verdacht geschöpft. Bezahl mich einfach, damit ich verschwinden kann. Was weißt du über Neva? Oder Naeva? Ihre Akte hat ungefähr das Volumen von Sol. Sie hat jung angefangen als Straßenratte in Neon und sich bis zur Nummer 2 hochgearbeitet. Sie ist knallhart. Du darfst sie auf keinen Fall unterschätzen. Bezahl mich einfach. Nee, die Idioten hatten keinen Verdacht geschafft. Es läuft alles nach Plan. Ja, du hast deinen ersten Test bestanden und lebst noch. Aber bevor wir uns zu früh freuen, entweder hat sie keinen Verdacht geschöpft oder sie will später ein Exempel an dir statuieren. Vergiss nicht, dass du es mit gnadenlosen Kriminellen zu tun hast. Sei vorsichtig. Und sie sind sogar noch gerissener, als sie gnadenlos sind. Du solltest Vorsicht walten lassen, auch wenn du noch so überzeugt bist, dass dir keine Gefahr droht. Also, was hat Neva als nächstes mit dir vor? Ich soll mich mit Neva auf den Schlüssel treffen? Ich habe die Koordinaten der Basis der Crimson Fleet erhalten. Hervorragend. Wenn du zum Schlüssel fliegst, wirst du wohl bald Delgado kennenlernen. Delgado ist der Anführer der Crimson Fleet. Ich habe hier ein Profil mit ein paar Hintergrundinformationen. Du musst die Eigenheiten sämtlicher Mitglieder der Fleet kennen,
Besonders aber die von Delgado. Ja, es fehlt uns gerade noch, dass wir die Fleet infiltrieren und dann rausfliegen, weil wir einen von ihnen unterschätzt haben. Sicher, aber man muss seinen Feind kennen und wissen, wie man ihn am besten besiegt. Wie dem auch sei, nachdem du jetzt zur Fleet gehörst, operierst du unabhängig. Irgendwann beginnen wir dich näher zu beobachten. Aber vorerst müssen wir Abstand halten, vor allem auf dem Schlüssel. Das verschafft uns auch die Zeit, unsere Verteidigung zu stärken, sollten wir die Fleet bekämpfen müssen. Apropos, sollten wir damit beginnen, das Schild-Upgrade zu implementieren? Unverzüglich, Lieutenant. Die Techniker und die Crew müssen benachrichtigt werden. Ich hoffe, durch deine Aufnahme in die Fleet sind alle möglichen Zweifel bei dir ausgeräumt. Ich bewerte unsere Erfolgschancen nun definitiv höher. Gute Arbeit, weiter so. Wir erwarten weitere Berichte. Wegtreten. Jawohl, Sir. Habe ich gerade richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Ich bekomme neue Schilde oder wer bekommt die? Ich, oder? Da gehe ich ja mal stark von aus. So, ich wollte noch mal was nachgucken hier. Wir haben noch einen Skillpunkt zu vergeben. Ich bin gerade am Überlegen, was denn wohl wichtiger wäre. Aber ich glaube, im Moment ist Überzeugen ziemlich wichtig, ne? Können wir denn hier schon den nächsten Rang lernen? Ne, den können wir noch nicht lernen. So. Forschungsmethoden. Hier brauche ich nichts von, glaube ich. Kann ich bei den Waffen schon eine Stufe höher gehen? Auch noch nicht, okay. Achso, schalte diesen Rang frei. Den könnte ich freischalten, aber das weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich mache. Liegen zerstören. 5 Würfe, müssen wir noch 1 zerstören. Sicherheit. Müssen wir noch ein Schloss knacken. Zielsteuerungssysteme. Zerstöre 5 gegnerische Schiffe, während du dich im Zielmodus befindest. Ah, okay. Gut. Dann gehen wir mal zurück aufs Schiff. Abflug, Captain. Die Leute sagen immer, ich brauche mehr Hobbys. Über dich schreiben. Da. So, dann wollen wir mal zum Schlüssel fliegen. Das war, glaube ich, einmal zu viel. So. Da sollen wir hin. Wow. Das ist natürlich ein ganzes Stück, ne? Boah, das müssten wir in 2 Sprüngen eigentlich schaffen. So, Olympus. Sprung. Ist das? Nee, so Olympus-System. Okay, schauen wir uns aber später an. Wie gesagt, wir müssen einmal scannen, können wir aber schon mal. Okay. Ja,
Ja, ich würde ja so gerne hier mal alle Planeten, so Planeten erforschen, erkunden und Basisbau machen. Ab, oh, da ist Level 10. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Kommen wir jetzt hier hin? Nee, da müssen wir hier erstmal hin. Ja, da haben wir schon ein paar Sprünge vor uns. Ich vermute mal, dass die Gegner dort ziemlich stark sein werden. Hoffentlich schaffen wir das. Hoffentlich übernehme ich mich da nicht wieder. Willkommen im Freestar Collective. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Okay, alles klar. Willkommen in Aquila City. So. Ja, zwei Sprünge noch, okay. Aber ich glaube, wenn wir da... Ach nee, das weiß ich gar nicht. Wenn wir da schon mal waren, ob wir dann da auch per Schnellreise über diese Distanz reisen können, glaube ich nicht. So. Okay. Jetzt aber. Das sieht doch schon mal so aus. Nee, lauter blaue Pfeile, also freundliche Schiffe. Es müssten aber Schiffe der Crimson Fleet sein, wenn mich das nicht... So. Nicht da richtig... Ja, Schlüssel, Piratenbasis. E rufen. Schlüssel bestätigt, Fleetschiff. Willkommen zu Hause. Okay. 4000. Du hast sie. Nicht mein Problem. Wenn du mich beklaust, ist das sehr wohl dein Problem. Machst du Witze? Was soll diese Szene von meinem Neuling? Von mir beim Klauen erwischt werden? Der Tod ist gnädiger. Klingt, als hättest du der Fliegen Gefallen getan. Und jetzt entsorgt die Leiche in der Luftschleuse, bevor sie alles voll stinkt. Hey, du sollst die Leiche entsorgen. Willst du die gar nicht mitnehmen? Das wäre jetzt cool gewesen, wenn er die jetzt auf die Schulter geschultert hätte und dann mitgenommen hätte. Wo warst du denn so lange? Hast du das Grafspringen verlernt? Nee, mein Schiff ist leider nicht so schnell. Entschuldige, dass du warten musstest. Ja, nee, ich glaube, die müssen wir mit ein bisschen rauerer Stimme, ne? Musste mich um eigene Angelegenheiten kümmern. Der Job ist erledigt, ich bin hier. Also, lass mich in Ruhe. Okay, gut. Schön, dass du ein bisschen Rückgrat zeigst. Ich hab's mir doch gedacht. Wenn's hart auf hart kommt, stellt sich aber hoffentlich nicht heraus, dass das nur heiße Luft und starke Worte waren. Aber du hast es geschafft.
und darfst dir jetzt eine kleine Geschichtslektion anhören. Bereit zum Mitschreiben? Gut. Hat noch. Der fliegende Schrotthaufen, auf dem du stehst, ist der Schlüssel. War früher mal eine Sternenstation vom UC-Militär und ist heute die Operationsbasis der Fleet. Sieht von außen etwas ramponiert aus, aber wir halten sie zusammen. Sieht aus, als könnte man sich hier in seiner freien Zeit gut amüsieren. Was für ein Drecksloch ist das hier? Oh, entschuldige, ich kümmere mich sofort darum. Ein paar Pflanzen und Dekokissen, vielleicht ist es eurer Hoheit dann gemütlich genug? Ja, ja, ja. Wenn du schon eine Liste machst, ein Raumspray wäre auch eine sehr gute Idee. Ich kann dir alles über den Schlüssel erzählen, aber am besten zeig ich's dir auch. Komm mit. Kann ich dir plündern? Geschichtsstunde. Tja, das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Den Eisball, auf dem die UC auch ein Hochsicherheitsgefängnis namens das Schloss gebaut haben. Irre witzig, oder? Hochsicherheitsgefängnis? Schloss? Schlüssel? Oh, da liegt ein Datenpad. Hallo und willkommen bei Galactalk auf SNN. Ich bin Gail Dunnigan. Mein Gast heute ist einer der berüchtigsten Verbrecher der besiedelten Systeme. Seine Skrupellosigkeit und Gier haben ihn zum meistgesuchten Verbrecher aller wichtigen Strafverfolgungsbehörden in der gesamten Galaxie gemacht. Die Rede ist von niemand Geringerem als dem selbsternannten Anführer der Crimson Fleet, Jasper Kriggs. Guten Abend, Jasper. Hallo, Gail. Danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Naja, mit verbundenen Augen per Grafsprung in eine verlassene Mining-Anlage gebracht zu werden, würde ich nicht gerade als Einladung bezeichnen. Dir war aber doch klar, dass deine Interviewanfrage mit einigen Sonderbedingungen verknüpft sein würde. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass überhaupt eine Antwort kam. Verrätst du mir, warum du in dieses Interview eingewilligt hast? Weil jeder Pirat irgendwann in seinem Leben an einen Punkt kommt, an dem er eine wichtige Entscheidung treffen muss. Wagt er den Sprung und wird zu einem der legendärsten Piraten der Geschichte? Oder dümpelt er weiter vor sich hin und hält sich mit Frachtern und Kleinvieh über Wasser? Und wir dürfen davon ausgehen, dass du den Sprung wagst, dass Jasper Kriggs hoch hinaus und ganz groß rauskommen wird? Ganz genau, Gail. Genau deswegen bist du hier. Interessant. Und verrätst du uns auch, wie genau dein gewagter Sprung vonstatten gehen soll? Zur gegebenen Zeit. Nur Geduld. Wir haben mindestens 12 Stunden, bis die Behörden diese Übertragung zurückverfolgen können. Wir können uns also ausführlich unterhalten. Also gut. Dann starten wir mal in unser Interview. Am besten vielleicht mit dem Beginn deiner Karriere. Sehr gern. Okay, das war der erste Teil. Mal gucken, ob wir die anderen dann auch noch finden. Wäre natürlich auch interessant. Bin immer noch überladen, glaube ich, ne? Ja, die also, Schiffsteile sind zu schwer. Alles, die muss ich unbedingt in eine Kiste. Natürlich gegen Bezahlung. Auf dem Schlüssel regieren Credits. Merkt ihr das? Was zur Hölle soll das? Okay, okay. Moment, Neff. Bevor du sauer wirst. Ich habe alle Hände voll zu tun. Jasmine, Süße. Ich mache hier gerade eine Führung. Verrätst du mir also bitte, warum die scheiß Türen versiegelt sind? Das nennt sich Fehlfunktion. Weißt du, die Sache, mit der ich mich täglich rumschlagen darf? Meine Leute sind dran, okay? Hab mal ein bisschen Vertrauen. Ah, in dich immer, Engelchen. Das ist Jasmine. Falls du was für dein Schiff brauchst, bei ihr kriegst du alles. Nachdem die Türen uns im Stich lassen, gehen wir als nächstes ins Depot. Also, wir haben über das Schloss geredet. Vor ungefähr 100 Jahren haben die Gefangenen da unten revoltiert und den Laden übernommen. Sie haben ein paar Schiffe gestohlen, es tatsächlich hier hochgeschafft und den Schlüssel übernommen. Wird auch mal Zeit, dass du uns frisches Blut bringst, Neva. Immer dieselben Gesichter wird auf Dauer öde.
Du bist nur sauer, weil keiner mehr Lust auf deine Wucherpreise hat, Aludra. Egal. Willkommen im Depot, Neuling, wo du von Glück sagen kannst, wenn die Blutsauger dich nicht komplett ausnehmen. Wow, wow. Ist doch nicht unsere Schuld, dass die Leute nicht checken, wie teuer es ist, saubere Ware auf den Schlüssel zu holen. Neva jammert nur, weil sie glaubt, wir hätten ihr zu wenig für eine kleine Lieferung bezahlt. Hätte eben ihre Hausaufgaben machen müssen. Ja, klar. Lach du nur. Aber das merke ich mir, wenn ich das nächste Mal was von euch Geizkragen brauche. Gehen wir weiter. Zurück zu meiner Geschichte. Die ausgebrochenen Gefangenen haben den Schlüssel zu ihrer Operationsbasis gemacht und sind zu Piraten geworden. So ist die Crimson Fleet entstanden. Womit natürlich Jasper Kriggs nicht gerade wenig zu tun hatte. Aber zu ihm kommen wir später. Neuling, das ist Zuri, Königin der Exportware. Was ich nicht habe, brauchst du auch nicht. Neuroamps, Baupläne, sie beschafft dir alles. Apropos, du schuldest mir noch Geld, Neva. Fünfstellig. Zwing mich nicht, das auf die harte Tour einzutreiben. Auf die harte Tour? Oh nein, Neuling, beschütze mich vor Zuris Rache. Schluss mit dem Bullshit, Zuri. Ich bezahl dich schon irgendwann. Wenn du damit ein Problem hast, red mit dem Boss. Abzugsversuche scheitern bei mir. Ich weiß, wenn was einen Wert hat. Ich nehme an, du weißt, wie das läuft. Er kauft so ziemlich alles, egal wie heiß. Links ist die Krankenstation unter der Führung der einzigartigen Samina Misra. Sie flickt dich zusammen. Wenn du zahlen kannst. Krankenversicherung gibt's hier keine. Das ist unser letzter Stopp. Da drüben hast du das Last Nova, in dem Bock verwässerte Drinks zu absolut unverschämten Preisen verkauft. Und das hier ist der wichtigste Ort auf der ganzen Station. Der Rechnerkern. Unter der Führung des unvergleichlichen Shinya Voss. Schon wieder ein Neuling, Neva? Irre, dass Delgado dich nach der Sache mit dem Letzten immer noch rekrutieren lässt. Austin Rake, meinst du? Das ist erledigt, okay? Ich mag keine ungelösten Probleme und der Neuling hier hat es gelöst. Vielleicht bist du nächstes Mal einfach ein bisschen wählerischer. Das ist deutlich kosteneffizienter. Ja, ja, ich lieb dich auch, Schatz. Jedenfalls kümmert Shinya sich um unseren Lebenssaft. Das Geld. Wir nennen ihn den Rechner. Aber eigentlich ist er nur eine Nervensäge. Und Neva schlitzt dich auf, wenn sie glaubt, dass du Kretz blutest. Leck mich, Voss. Kümmer dich um unser neues Mitglied, sonst zieh ich den Ring aus der kleinen Bombe in deiner Brust. Jedenfalls legt Shinya deinen Account im System an. Auf mich wartet echte Arbeit. Wenn du fertig bist, komm nach oben, dann stelle ich dich dem Boss vor. Dann stelle ich mich mal richtig vor. Ich bin Shinya Voss, der offizielle Rechner der Crimson Fleet. Und da Neva es so charmant erwähnt hat, ja, in meiner Brust steckt eine Bombe. Und nein, ich werde nie wissen, was das Wort bescheiden bedeutet. Delgados Vorstellung von einer Sicherheitsmaßnahme verleiht mir sogar gewisse Macht. Sicherheit? Das ist die cleverste Sicherheitsmaßnahme, die ich je gesehen habe. Ein bisschen extrem will ich meinen. Das entzündet sich doch. Okay, gehen wir hier oben drauf. Freut mich, dass es dir gefällt. Tja, Verrat wird hier nicht gern gesehen. Da ich den Großteil der Transaktionen überwache und alle Konten der Fleet verwalte, bin ich eine wertvolle Informationsquelle. Wenn unsere Feinde mich gefangen nehmen oder ich plötzlich mein Gewissen und meine Moral entdecke, bin ich die größte Gefahr für uns. Die Bombe schenkt Delgado Seelenfrieden und ein gewisses Maß an Sicherheit. Okay. Delgado scheint ein guter, ein kluger Mann zu sein. Deswegen ist er der Boss. Ich bin natürlich nicht der erste Rechner mit einer Bombe im Brustkorb, aber Delgado war so klug, die Tradition fortzuführen. Also, ich richte alles für dich ein. Moment, ich konferiere mit dem Kern. Dank komplexer Modifikation, auf die sogar Ryujin neidisch wäre, kann ich direkt auf unseren Mainframe und das Galbank-Netz zugreifen.
So kann ich Credits schneller und effizienter bewegen und waschen als gewöhnliche Cyberrunner. So, erledigt. Du brauchst nur noch Delgados Segen, dann gehörst du zu uns. Dann wird Zeit, ein paar Credits zu verdienen. Wird auch Zeit, das war leid. Muss ich noch irgendwelche anderen Modifikationen kennen? Nein. Bis auf die Modifikationen in Brust und Arm bin ich ganz normal. Ist die Fragestunde jetzt vorbei? Geht's wieder zur Sache? Dann wird Zeit, ein paar Credits zu verdienen. Der perfekte Übergang zu meinem letzten Thema. Dank unserer Beziehungen zu Kontakten in der gesamten Galaxie haben wir immer reichlich Arbeit anzubieten. Ich habe dir die nötigen Rechte eingeräumt, jederzeit über die Computer rund um den Kern auf diese Aufträge zuzugreifen. Klingt, als würden wir viel miteinander zu tun haben. Ich habe kein Interesse an kleinen Jobs. Sag bitte einfach, dass wir hier offiziell fertig sind. Wir sind hier offiziell fertig. Das war, denke ich, alles. Also kannst du jetzt zu Delgado. Fahr mit dem Aufzug nach oben. Du findest den Weg dann schon. Hoffe ich. Okay. Okay, hergehört. Ihr könnt alle aufhören zu jammern. Die Türen vom Atrium zum Laderaum sind repariert. Ach, und gern geschehen, Neff. So, ich muss mal eben gucken hier. Zur Venus? Nee, lass uns Ausrüstung tauschen. Willst du mein Zeug sehen? Nee, ich will dir was geben. Oh, das nehme ich natürlich mit. Munition und hier unter Hilfe. Ups, wir haben hier auch noch ein paar Sachen, die wir geklaut haben. Die Schiffsteile, komm. Die kommen mal hier rüber. Weil das ist das, was uns überladen hat. Adieu. Adieu. So, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, ja, wir schauen es später, oder? Ach, okay. Ich will mich hier umschauen auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Will ich aber auch wissen, wie die Story weitergeht. So. So, da müssen wir hin. Was steht da? Ach, Command Center. Alles klar. Ah, da ist ja unser anderer neuer Rekrut. Nachdem wir jetzt alle hier sind, kommen wir zur Sache. Ihr zwei seid diesmal die einzigen Neulinge, die es geschafft haben. Die anderen, naja, die schließen sich niemandem mehr an. Nie mehr. Neva riskiert ihren Hals für dich, indem sie für dich bürgt. Das heißt, du hast das Zeug, der Crimson Fleet beizutreten. Will ich aber auch hoffen... Ah nee, warte mal, ich enttäusche euch nicht. Will ich aber auch hoffen, dass Neva für mich bürgt, nach dem, was ich für sie machen musste. Wenn dich die Sache mit der Ragana schon fast überfordert hat, hast du ein ernsthaftes Problem. Du steckst schon zu tief drin, um auszusteigen. Und ich verspreche dir, es wird ab jetzt nur schwieriger. Okay, fangen wir an. Wenn du der Crimson Fleet beitrittst, bist du für immer dabei. Man steigt nicht aus, geht nicht in Rente. Raus kommt man nur, wenn man stirbt. Du bleibst loyal oder du trägst die Konsequenzen. Flieht vor Freunden. Flieht vor Familie. Flieht vor dir selber. Okay. Warum hat eine Piratenorganisation so viele Regeln? Klar haben wir Regeln. Wenn du glaubst, die Fleet basiert auf einem gesetzlosen Traum, liegst du falsch. Unser Einfluss, unser Geld, unser Respekt beruhen auf penibler Planung und darauf, dass jede einzelne Seele in der Fleet meine Befehle exakt befolgt. Deswegen musst du lernen, die Fleet über alles zu stellen.
Okay. Verstanden. Boss. Gut. Du lernst schnell. Gefällt mir. Können wir uns beeilen? Ich will mich im Last Nova besaufen gehen. Ich bin beeindruckt. Das ist das erste Intelligente, was du die ganze Zeit gesagt hast, Mathis. Okay, ihr zwei seid scharf darauf, euch zu beweisen? Dann auf zum nächsten Job. Packt was Warmes zum Anziehen ein, Neulinge. Ihr werdet es brauchen. Oh Gott, sag nicht, du schickst sie für einen von deinen Initiationsausflügen nach Suvorov runter. 10 Ausflüge zur Oberfläche, 12 tote Neulinge. Langsam kannst du diese beschissene Lagerfeuer-Story doch mal vergessen. Cricks Vermächtnis ist keine Story, Neva. Wir haben frische Augen in der Fleet. Und wenn die zwei uns beeindrucken wollen, helfen sie mir, die Ruinen zu durchsuchen. Ach, hoffentlich hast du recht, Del. Der neue Code für das Schloss hat uns eine Menge Credits gekostet. Und einen guten Captain. Bei dieser Initiation, wie Neva es nennt, kannst du sehen, wo alles angefangen hat. Auf Suvorov mit Jasper Cricks. Cricks hat die Gefangenenrevolte angeführt, aus der die Crimson Fleet entstanden ist. Und wenn sein Vermächtnis noch existiert, finden wir es. Und was für ein Code redet Neva? Neva konnte mit etwas Glück und jeder Menge Cash einen Zugangscode zum Schloss beschaffen. Das wird das erste Mal, dass jemand von der Crimson Fleet einen Fuß hineinsetzt seit... Naja, seit Cricks damals ausgebrochen ist. Es ist extrem frustrierend, so nah an potenziellen Hinweisen zu sein, aber keinen Weg ins Gefängnis zu finden. Okay. Nimmst du jeden neuen Pirat auf so eine Initiation mit? Natürlich. Wo finde ich denn sonst einen so perfekten Ort, um Neulinge auszusortieren, die nur Zeitverschwendung wären? Okay. Hast du etwa eine Abschlussfeier erwartet, oder was? Dass ich dir einfach ein Schädelabzeichen verpasse und dich losschicke? Ja! Wenn das klar ist, du wirst ununterbrochen getestet bei jedem einzelnen Job, den du annimmst. Und Neva? Die wartet nur darauf, dass du es verbockst. Vielleicht solltest du mir mehr über Cricks Vermächtnis erzählen. Bevor Cricks die Fleet verlassen hat, hat er in einer Nachricht ein Riesending erwähnt, das die Fleet zur Großmacht in den besiedelten Systemen machen würde. Bald nannten die Leute das Cricks Vermächtnis und alle, die versucht haben, es zu finden, sind gescheitert, verschwunden oder gestorben. Um eine Chance zu haben, brauchen wir erstmal einen Hinweis und den finden wir vermutlich auf Suvorov. Del hat das Beste ausgelassen. Dass die ganze Suche auf ein paar Wörtern auf einer uralten Slate basiert. Cricks hat auf der Aufnahme jede Menge große Töne gespuckt, aber Fakten sind kaum dabei. Manche glauben daran, manche weniger. Hör nicht auf sie. Wenn wir Cricks Vermächtnis in die Finger bekommen, hebt das die Fleet auf ein völlig neues Niveau. Dann sind wir der UC Systev mehr als nur ebenbürtig. So, dann sind wir nicht mehr zu stoppen. Das ist doch viel zu ehrgeizig. Legen wir einfach los. Und wenn Neva recht hat, Kyriks Vermächtnis nicht real ist, wird die Fleet dadurch nicht einfach nur ein noch größeres Ziel für die US Systev? So. Hör bitte mal, was ich sage. Das Vermächtnis ist real. Das wirst du mit der Zeit herausfinden, falls du genug Einsatz zeigst. Was wirklich Wert hat, ist nie leicht zu kriegen. Diese Vorstellung von Cricks Vermächtnis wurde wohl ein wenig aufgebauscht. Aber ich bin sicher, dass ein Körnchen Wahrheit drinsteckt. Wird die Fleet dadurch nicht einfach nur... Mein Gott, wird die Fleet dadurch nicht einfach nur ein noch größeres Ziel für die United Colony Systev? Du vergisst, dass die UC sich noch ihre Wunden aus dem Koloniekrieg lecken. Sie sind nicht in der Lage, eine große Offensive zu starten. Und wenn sie so dumm wären anzugreifen, hätten wir die Mannstärke, diese Penderos zurück nach Jameson zu drängen, wenn wir Cricks Vermächtnis haben.
Legen wir los. Klingt, als würde da jemand ernst machen wollen. Okay, genug geredet. Wir haben viel Arbeit vor uns. Und unser nächster Halt ist das Schloss. Jazz hat die Koordinaten auf deinen Schiffscomputer geladen. Nachdem Mathis kein Schiff hat, fliegt er bei mir mit. Wir sehen uns da unten, Neuling. Lass mich nicht warten. So. Hat Kellitz dabei gekommen? Darf ich was zu dieser Initiation fragen? Ja, was ist denn? Was hat es mit Matthias auf sich? Nix hat's mit ihm auf sich. Ihr seid zwei Seiten derselben Medaille. Zwei Neulinge, die um einen Platz in der Fleet kämpfen. Das Problem ist nur, dass er kein Schiff hat, du aber schon. Weshalb du minimal in Führung liegst. Wer weiß, vielleicht hat er Glück und du kommst nicht lebend von Suvorov runter. Okay. Was kannst du mir über Suvorov sagen? Kalt ist es da. Bitterkalt. So ziemlich der letzte Ort, an dem du ohne Heizung festsitzen willst. Die wenigen Lebewesen, die den Temperaturen standhalten können, kämpfen nonstop darum, an der Spitze der Nahrungskette zu bleiben. Die Fleet nennt Suvorov die weiße Hölle. Für mich ist es das Paradies. Wenn mich hier oben jemand wütend genug macht, schicke ich ihn für eine gemütliche Nacht runter auf die Oberfläche. Und schon spurt er wieder. Okay. Kannst du mehr über das Schloss erzählen? Die UC haben das Schloss als Hochsicherheitsgefängnis gebaut. Vor knapp, muss schon über 100 Jahre her sein. Davor haben diese Concha de Sus Madres Gefangene einfach auf der Oberfläche des Planeten abgesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Das hat natürlich zu einem kranken Überleben des Stärkeren geführt. Gefangene, die sich im Kampf um die wenigen Ressourcen gegenseitig abmurksen. Glücklicherweise gab es in New Atlantis ein paar Whistleblower, die das barbarisch fanden und die UC gedrängt haben, das Gefängnis zu bauen. 5 Jahre nach Eröffnung hat Kriggs den Aufstand angezettelt, durch den das Schloss erobert wurde. Und dann der Schlüssel. Was ist im Schloss mit Jasper Kriggs passiert? Niemand weiß, was genau passiert ist. Ich meine, es gibt alle möglichen Gerüchte. Kriggs saß fast 5 Jahre hinter Gittern. Und so wie das Gefängnis aussieht, muss jede Sekunde die Hölle gewesen sein. Wahrscheinlich hatte er einfach die Schnauze voll, hat die Gefangenen hinter sich vereint und nicht nachgelassen, bis sie auf dem Schlüssel waren. Was der Mann für Cojones hatte. Das härteste Hochsicherheitsgefängnis der UC. Und er spaziert da einfach raus. Ich wäre zu gern dabei gewesen. Das war's fürs Erste. Wir sehen uns dann später. Schön. Dann Bewegung. Ja. Level-Up-Skillpunkt haben wir bekommen. Okay. Aber bevor wir da runtergehen, gehe ich... Ups. Und wo sind wir gekommen? Ich glaube von hier. Will ich doch einmal zum Waffenhändler... Der müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Oder mussten wir mit dem Fahrstuhl runterfahren? Ah, wo war denn jetzt der Waffenhändler? Sind wir nicht mit dem Fahrstuhl gefahren? Ja. Weiß ich, gibt's doch nicht. Ja, das ist auch ein bisschen blöd, dass es hier keine vernünftige Map gibt, wo man sich dann mal orientieren kann. Weil ich will eigentlich gar nicht, ich brauche noch Munition. Wir sind doch von hier gekommen. So. Da ist der Fahrstuhl. Genau, da ist der Typ. Okay, hier ist ein Waffenschießstand. Können wir Waffen ausprobieren. So. Willst du was anfangen? Weil ich's dann beende.
Solange ich glaube, hier waren die Geschäfte, ne? Weapons. Frag Jazz nach. So, ich muss mal eben schauen. Welche Waffe benutzen wir denn? Nee. Die benutzen wir. Das heißt, wir brauchen 6,65 mm, ne? Schiffsupgrades. Ein Piratenschiff braucht eine Person. Was sagt man dazu? Neva Superstar. Ich wusste, dass du meine kleine Ecke im Schlüssel finden würdest. Das tun alle irgendwann. Genau, da bin ich auch für. Überspringen wir den Smalltalk, ich will etwas kaufen. Hey, wenn du meine Taschen mit Credits füllen willst, werde ich dich nicht daran hindern. Der Großteil meines Sortiments ist Standard. Kinetik, Elektromex, Energie... Zeig mir doch einfach deine Ware. Mein Gott, quassel nicht so viel. Manchmal lagere ich auch Schmugglerware. Das Zeug, mit dem dich die SysDev nicht rumspielen lassen will. Versuch nicht, mich übers Ohr zu hauen, sonst gebe ich dir eine Gratisprobe. Und dein Kopf ist mein Ziel. Ja, ja, ist schon gut. Die Drohung würde klappen, hättest du es geschafft, mich wenigstens ein bisschen einzuschüchtern. Du solltest dich auch nicht vor mir fürchten, sondern vor der Fleet. Kleiner Rat, du kannst das Vertrauen der Fleet nicht kaufen, nur verdienen. Zeig du blutest mal. Für die Fleet blutet für dich. Ja, so, einfach ist das. Ist das. Klar. Wer was anderes behauptet, lügt oder ist bereit, dir ein Messer in den Rücken zu rammen. Ich verstehe. Zeig mir doch jetzt bitte mal deine das Ware. War einfacher als erwartet. Die meisten Leute müssen auf die harte Tour lernen. Oh, was geht die mir auf den Keks? Vielleicht steckt mehr in dir, als ich dachte. So, was hast du auf Lager? Weh, die quasselt mich jetzt hier nochmal 5 Minuten voll. Hast du genug Credits? Hab ich geöffnet. Mein Gott, ey. Ja, super. Welche brauche ich denn jetzt? Wo ist denn der Unterschied? Okay, jetzt muss ich doch noch mal gucken. Okay, ein paar nette Sachen haben sie ja hier. So, ich will verkaufen, ne? Ich will einfach nur gucken, was hatte ich gesagt? Wir wollen 6,5 mm. Also. Was ist der Unterschied? CT oder MI? Die kosten mehr, ne? Ist das eine größere Packung? Na. Ein bisschen viel, ne? Ja, komm. Müssen später sowieso. Dann weiß ich auf jeden Fall, ich habe genug Muni dabei.
Oh, nee, 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 nee. Wir fangen mit der Fertig? Gar nicht erst wieder an. Ja, und tschüss. Mann. Ich hasse Händler, die einen also, erstmal stundenlang vollquatschen. Das ist ja wie die Faust aufs Auge. Ist genauso einladend wie der Rest der Station. Jetzt geht's los. Muss toll sein, dich sehen zu können, wann immer du willst. Ja, ihr Lieben, die Zeit ist leider um. Ist auch eigentlich schon eine Doppelfolge geworden hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye.